gibt ein zweites Prinzip. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der großen Steine. Das funktioniert folgendermaßen. Vor ein paar Jahren gab es mal eine Gruppe amerikanischer Topmanager, und die waren für 2 Tage an einer französischen Universität und sollten etwas über europäisches Management lernen. Und am 2. Tag nach dem Mittagessen, die Teilnehmer waren also schon ein bisschen müde, stand auf dem Programm das Thema Zeit- und Selbstmanagement. 1 Stunde das Thema. Ein älterer Professor sollte das Thema referieren, kommt dann da rein und sieht die Gruppe und sagt, okay, wir sparen uns die ganze Theorie, wir wagen ein Experiment. Er holt unter seinem Pult einen Glaskrug hervor, stellt den Glaskrug auf den Tisch, so hoch, holt eine Kiste mit Steinen, so etwa ja, Tennisball groß. Er schüttet die Steine alle in den Glaskrug rein, bis dass der Krug wirklich bis zum Rand gefüllt ist. Er fragt seine Gruppe, ist der Krug voll? Ja, die sind sich einig, die nicken, sagen, jo, der ist voll, du kannst noch ein paar draufstapeln, Türmchen bauen, aber grundsätzlich, der Krug ist voll. Der Professor sagt, nein, der Krug ist nicht voll. Er holt eine Kiste mit Kies, etwa diese, rührt kräftig rum, die kleinen Steine verteilen sich in die Zwischenräume. Er fragt wieder, ist der Krug jetzt voll? Kopfschütteln in der Gruppe, lernfähig wie die sind. Er holt einen Eimer Sand. Er schüttet den Sand noch rein, rührt kräftig rum, ist der Krug voll? Immer noch nicht. Er holt eine Kanne Wasser. Er schüttet das Wasser rein, bis zum Rand gefüllt, fragt wieder, ist der Krug jetzt voll? Ist der Krug voll? Ja, Sie überlegen, welcher. Übrigens, man kann diese Übung auch mit Bier machen. Ja? 2 Dosen Bier. Und dann ist das Fazit dieser Übung, für 2 Dosen Bier ist immer Platz. Ja? Aber das ist nicht unser Thema. Also, die Gruppe ist sich einig, das Ding ist voll. Große Steine, kleine Steine, Sand, Wasser. So, der Professor sagt, was lernen Sie aus diesem Experiment? Ja, einer der Top-Manager denkt an das Thema Zeit und Selbstmanagement, hebt die Hand und sagt, hier, ich lerne daraus, selbst wenn ich das Gefühl habe, dass ich so stressmäßig im roten Bereich schon drehe, irgendwas geht da immer noch. Ja, die 2 Dosen Bier gehen immer noch, ne? Nee, irgendwas geht immer noch. Da sind da immer noch Lücken, die ich sinnvoll füllen kann. Also wozu hat man Blackberry, ein iPhone? Man kann an der roten Ampel doch mal gucken, was für E-Mails gekommen sind. Man kann auf dem Heimweg doch noch schnell einen Kunden besuchen. Ich kann mir eine Telefonliste auf einer längeren Autofahrt machen. Also irgendwo ist immer eine Lücke. Der neue Tag beginnt schon um Mitternacht und am Wochenende kann man sich auch Arbeit mit nach Hause nehmen. Da geht doch was. Und der Professor sagt, genau das ist es, was Sie aus diesem Experiment nicht lernen. Was Sie daraus lernen, ist ganz einfach, nämlich Sie müssen erst die großen Steine in den Krug legen, dann die kleinen, dann Sand und dann Wasser. Weil wenn Sie es umgekehrt machen, dann passen nachher garantiert nicht mehr alle Steine in den Krug. Sie haben, wenn Sie es umgekehrt machen, garantiert nachher 3, 4 Steine draußen liegen, die nicht mehr reichen.